Hallo Lieben und herzlich willkommen in meiner Zuckerwelt. Heute gibt es ausnahmsweise mal keinen Kuchen, ich habe leckere Himbeerpralinen gemacht. Ihr könnt so Energy Balls dazu sagen, ich finde, das passt beides. Und ich sage es euch, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, die waren sowas von gut. Die müsst ihr unbedingt einmal ausprobieren. Ihr gar nicht glaubt, dass die so lecker schmecken. Für die Himbeerpralinen braucht ihr 150 Gramm TK-Himbeeren, dann braucht ihr 50 Gramm Kokosflocken und 50 Gramm Haferflocken. Bei Bedarf könnt ihr noch wie ich ein bisschen Vanillearoma mit rein da. Ihr tät aus der Masse kleine Knödel rollen, die stellt dann für 30 Minuten in den Kühlschrank, damit sie ein bisschen fester werden und dann werden eure Himbeerpralinen oder auch Hackbällchen, ich finde die schon aus wie Hackbällchen, in etwas weißer Kuvertüre schwenken und dann sind sie eh schon fertig. Ich sage es euch, wirklich sehr, sehr lecker und ganz schnell zubereitet. Ich hoffe, mein Ruckzuck-Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bitte euch!